Wir schauen uns in diesem Video an, warum moderne, gefederte Sattelstützen einen echten Mehrwert für dich bedeuten können, wie so ein Ding überhaupt funktioniert, wie sich es anfühlt und welcher Fahrertyp überhaupt welche gefederte Sattelstütze braucht. Viel Spaß mit dem Video. Das da ist eine gefederte Sattelstütze. Obendrauf ist der Sattel und auf diesem Sattel thronen 2/3 eures Körpergewichts. Es ist also auch kein Wunder, dass gerade in dem Bereich, den der Sattel auch hält, nämlich das Gesäß und den unteren Rücken, extrem viele Fahrradfahrer auch Schmerzen beklagen. Wie viele genau hat sich die Sporthochschule Köln angeschaut und sie gibt sogar an, dass genau dieser Bereich der Bereich ist, der am meisten Schmerzen beim Fahrradfahren verursacht. Dabei ist die Idee, die Sattelstütze zu federn, uralt. Schon 1885 entwickelte Safety Bicycle das Whippet. Und das hatte schon mehrfache Federkonstruktionen, damit der Rahmen gefedert wurde. Aber für uns jetzt spannend, die Sattelstütze war auch gefedert. Nice! Es könnte also was dran sein. Vor allem, wenn wir uns mal angucken, dass beim Radfahren die Stöße über das Hinterrad über den Sattel an den Fahrer weitergegeben werden. Und wenn wir uns jetzt mal die Stoßrichtung anzeigen lassen, geht das in Richtung der Wirbelsäule. Sinnvoll? Aber welche Systeme gibt's? Wir unterscheiden vor allem zwei. Wir haben einmal die Teleskopsattelstütze und einmal die Parallelogrammsattelstütze. Beide Stützen haben eine unterschiedliche Einfederrichtung. Beim Teleskopprinzip werden die Rohre in sich verschoben und die Federrichtung wirkt nach vorne unten. Dieses Parallelogrammprinzip hat im Gegensatz zu den Teleskopen folgende Nachteile. Zum einen ist es deutlich schwerer und zum anderen auch komplexer zu bauen und dadurch auch teurer. Der große Vorteil von dem Parallelogramm ist aber die Bewegungsrichtung der Federung. Und zwar anders als beim Teleskopprinzip wird nicht von oben nach unten gefedert, sondern nach hinten unten. Und das entspricht ja der Gegenrichtung des Stoßimpuls. Und damit eliminieren wir den Stoßimpuls viel effektiver, als wenn wir von oben nach unten federn. Außerdem kann durch dieses Design ein viel sensibleres Ansprechverhalten gewährleistet werden. Und wenn du auf sensibles Ansprechverhalten stehst, solltest du unbedingt abonnieren, denn der Kanal hier hat die garantiert sensibelsten Ansprechverhalten, die du finden kannst. So, jetzt wissen wir, wie solche Dinger funktionieren, wir wissen aber noch nicht, wie sich's anfühlt und warum man sich so ein Ding eigentlich auch ans Fahrrad schrauben soll. Der Grundgedanke von der gefederten Sattelstütze ist, dass man seine eingesetzte Energie effizienter verbrauchen kann, weil durch die Federung eine gleichmäßigere und entspanntere Fahrweise realisiert wird. Die Frage ist ja, funktioniert es? Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt und habe vor einem Jahr diese Redshift Seatpost, also die normale, nicht die Pro-Version, zugeschickt bekommen und an mein privates Fahrrad gebaut und seitdem aber auch nicht mehr weggebaut. Mittlerweile baue ich das sogar an meine Testräder mit dran, wenn ich damit selbst rumfahre. Zum Beispiel gerade an einem Votec VRX, ein ziemlich steifes, raciges Gravelbike im mittelpreisigen Segment. Und da passt es wirklich perfekt hin, weil das Konzept federt ein bisschen mehr als jetzt eine gängige Carbon-Sattelstütze. Es sorgt auch für mehr Komfort, gerade wenn man auch so ein Rad hat mit sehr dünnen Reifen. Jetzt war ich ein bisschen aufgeregt, als mir Redshift diese Pro-Version zugeschickt hat, die so ein paar Vorzüge haben sollte gegenüber der, die ich ja schon seit einem Jahr fahre. Ich habe die jetzt für euch ausprobiert und ich muss sagen, ich bin von der nicht so begeistert wie von der. Und ich sage euch auch warum. So, was ist an der Pro-Version jetzt anders als an der normalen Version? Ja, zum einen ist sie jetzt ein bisschen teurer, aber dazu kommen wir gleich. Und zum anderen hat sie eigentlich den Hauptangriffspunkt von gefederten Sattelstützen jetzt auch ja, in Beschlag genommen. Sie möchte nämlich leichter werden. Und die Pro-Version ist auch sagenhafte 25% oder 125 Gramm leichter. Das Ganze hat man geschafft, indem man zum einen die Zapfen hier hohl gefertigt hat und zum anderen, indem man den Federmechanismus nochmal komplett überarbeitet hat. Anders als bei der Vorgängerversion wird hier nicht mehr durch zwei ineinander verschlungene Federn gefedert, sondern durch ein Elastomer, das in diesem Parallelogramm mit drin ist. Die Veränderung des Mechanismus hat aber nicht nur zur Folge, dass es leichter wird, sondern dass der Federweg auch kleiner wird, nämlich von 35 mm jetzt auf 20 mm. Und das hat sich auch im Fahrtest gezeigt. Das RT in dem Titel meint es also ernst. Race-Tuned bedeutet, nur die allergröbsten Schläge werden von der Sattelstütze abgefedert. Für mich hat sich sehr hart angefühlt. Ich fand aber auch positiv, dass auf Teer überhaupt kein Wippen entstand. Das heißt, auf Teer ist es sehr schnell.
Auf Schotter merkt man aber doch, dass man etwas bequemer unterwegs ist. Es ist ungefähr vergleichbar mit einer Carbon-Sattelstütze. Bei der normalen Version konnte man noch durch Drehen einer Schraube in der Stütze die Federhärte einstellen und gegebenenfalls auch auf den Untergrund oder das Fahrrad anpassen. Bei der Version, bei der Pro-Version, geht das jetzt nicht mehr so einfach. Natürlich könnte man mit einem härteren oder mit einem weicheren Elastomer arbeiten. Der wird aber nicht mitgeliefert, was ein bisschen schade ist. Daher ist es umso wichtiger, dass ihr euch vor dem Kauf auch darüber im Klaren seid, welcher Fahrertyp ihr seid und mit welcher Sattelstütze ihr glücklicher werden würdet. Für wen passt jetzt die Pro-Version? Also meine Empfehlung wäre für Sportler, die auf der Suche sind nach einer gefederten Sattelstütze und bewusst keine Carbon-Sattelstütze kaufen wollen. Also genau die Fahrer, die viel mehr Wert auf Speed legen als auf Komfort. Wer es aber deutlich komfortabler und auch individueller haben will, der ist mit der Redshift Seatpost ohne Pro deutlich besser aufgehoben, finde ich. Denn dadurch, dass du hier an der Schraube die Federhärte einstellen kannst, findest du auch die Federhärte, die zu dir passt. Beispielsweise passe ich das auch immer an die Fahrräder an, auf denen ich unterwegs bin. Wenn ich auf einem Carbonrahmen unterwegs bin, dann mache ich die Federhärte ein bisschen härter, weil der Rahmen an sich schon dämpft. Wenn ich auf einem Alurahmen unterwegs bin, mache ich die Federhärte ein bisschen weicher, weil dann einfach noch mehr vom Rahmen auch weggedämpft werden muss. Wenn wir die beiden Sattelstützen jetzt mal miteinander vergleichen. Die Seatpost kostet $230 auf der Redshift-Webseite. Die Pro-Version kostet $300 auf der Webseite. Insgesamt ist sie 25% leichter als die Vorgängerversion. Dadurch ist sie nicht individualisierbar und man hat bei der Pro-Version auch nur 20 mm Federweg, wohingegen man bei der Seatpost auf 35 mm Federweg zurückgreifen kann. Und das fühlt sich im direkten Vergleich dann doch deutlich aktiver an. Hier bewegt sich der Sattel deutlich mehr unter einem, wenn man fährt. Für den einen oder anderen kann das aber ungewohnt sein und das kann auch eben einer der Gründe sein, warum man dann eher zu der Pro-Version greift. Nicht nur, weil sie leichter und vielleicht auch ein Stück weit schicker ist hier mit diesem hohlen Zapfen, sondern weil sie sich eben weniger bewegt, ähnlich wie eine Carbon-Sattelstütze und man eben dann nicht auf Carbon zurückgreift. Bist du schon mal mit einer gefederten Sattelstütze gefahren? Lass uns das gerne in den Kommentaren wissen. Das dürfte nicht nur mich interessieren, sondern viele andere da draußen auch. Und wenn du an Gravel-Content weiter interessiert bist, dann klick auch gerne auf das Video. Dort schauen wir uns die neuesten 7 Trends im Gravel-Game an. Und wenn du wissen willst, was denn noch alles an Redshift-Produkten an meinem Cockpit verbaut worden ist, dann empfehle ich dir dieses Video. Da sprechen wir über den Vorbau, über den Lenker und auch über die Griffe, die unter dem Redshift-Lenkerband verbaut worden sind. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video mit dabei bist. Bis bald. Ciao.